Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Cozy House. Ich habe heute einen mega monströsen DM-Haul für euch. Ich fahre nämlich demnächst in den Urlaub und zwar nach Thailand für über 3 Wochen, 3,5 Wochen. Und da habe ich einiges gebraucht und deswegen ist wirklich viel zusammengekommen. Weniger Kosmetik, mehr Pflege, aber ich würde sagen, wir starten gleich mal, weil sonst sprengt das den Rahmen der Videozeit, so viel wie ich habe. Und das erste sind von Ebelin 20 feuchte Waschlappen. Die finde ich unglaublich praktisch, kann man immer dabei haben, um sich mal die Hände irgendwie abzuwaschen oder sowas unterwegs. Super praktisch, kosten nicht viel, irgendwie 1 Euro ungefähr. Dann ein Deo von BB, das Soft Deo Balsam, hatte ich früher, fand ich immer gut. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich benutze eigentlich immer von Garnier diese Deos, aber die haben so einen Deckel, der so leicht runtergeht irgendwie, der ist nur so draufgesteckt und das ist hier so ein Schraubverschluss und deswegen ist das zum Reisen im Rucksack und so viel praktischer, wenn der Deckel nicht abgeht. Dann habe ich, und davon habe ich 2 gekauft, genau, hier, von Balea die Totes Meersalzdusche mit dem blauen Teeduft. Und ich finde, das riecht ganz lecker. So ganz frisch. Das erinnert mich einfach total an Meer und Urlaub. Und so finde ich total lecker. Und das ist auch für trockene und gereizte Haut. Finde ich im Urlaub gar nicht schlecht, weil die Haut doch austrocknet durch Meersalz und die Sonne und so. Und die sind günstig, kosten, glaube ich, 95 Cent. Und davon habe ich 2 mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen von Ebelin 30 feuchte Tücher, so diese kleinen, so einer festen Verpackung. Ich glaube, die kosten 1,20 ungefähr und die finde ich super praktisch für den Rucksack, weil die eben aus so einem Hartding sind und zum Mitnehmen, auch am Strand wiederum und so. Es hat sich einfach in meinem letzten Thailandurlaub bewährt, sowas dabei zu haben. Man hat auch doch immer lange Busfahrten zum Beispiel, wenn man von Insel zu Insel irgendwie fährt oder mit der Fähre fährt man lang und dann bewährt sich das, wenn man unterwegs was isst oder so, sowas dabei zu haben. Und dann habe ich von Alverde meinen liebsten Lippenpflegestift Calendula 2-mal mit. Das in jeden Rucksack kommt einer. Dann ein kleines Reisehaarspray von Taft. Ganz normal. Ich werde es nicht oft brauchen, aber so ein kleines ist trotzdem gut zu mitnehmen. Dann habe ich von Dove eine Seife, und zwar so eine feste Seife gekauft. Die riecht ganz gut nach Shea Butter und davon werde ich wahrscheinlich, die werde ich halbieren und eine Hälfte mitnehmen, weil es in den Unterkünften, wo ich letztes Mal war, weil ich sehr, sehr einfach reise, also ich bin wirklich in den einfachsten Unterkünften gewesen und so wird es auch dieses Mal wieder sein, da gibt es oft keine Seife und man will sich ja irgendwie doch mal tagsüber die Hände mit Seife waschen, deswegen habe ich mir aufgeschrieben, dieses Mal eine Seife mitzunehmen. Dann habe ich so einmal Rasierer von Balea, die kaufe ich immer auch für zu Hause und davon nehme ich auch wieder welche mit. Die mag ich gerne. Passend dazu den Rasierschaum von Balea für empfindliche Haut, den habe ich auch immer. Ist auch super günstig. Dann habe ich eine Zahnpasta und zwar habe ich mich von Colgate... Bin wieder da, alles gut. Von Colgate für die Max Fresh Zahnpasta entschieden. Warum auch immer, ich nehme da immer eine andere. Die hat, glaube ich, auch, die hat, glaube ich, 1,70 gekostet. Passt. Dann habe ich von Das Gesunde Plus einen sterilen Wundverband. Und zwar sind das so große, sterile Pflaster sozusagen. Weil, ich weiß nicht, ich habe sowas gern dabei, wenn man doch, ich meine, was, keine Ahnung, wenn man doch mal stürzt, sich das Knie aufschlägt, dann kann man den hier drauf machen und muss nicht gleich zu irgendeinem Arzt rennen oder sowas. Sowas nehme ich einfach mit. Da sind 5 Stück drin und finde ich einfach praktisch dabei zu haben. Ich sorge da doch recht gut vor mit Medizin. Dann habe ich noch so ein kleines Pack Aqua Pflaster Stripes mitgenommen, die anscheinend Wasser festhalten sollen oder von Nässe. Ja, rundum wasserdicht steht hier und Schutz vor Nässe. Praktisch am Meer und wenn man sich doch mal irgendwas aufschneidet, wie auch immer, dann kann man es drauf machen. Die Pflaster waren gar nicht so günstig. Ich glaube, die kleinen 1,70 und die großen haben aber doch 3 Euro gekostet, aber gut. Dann habe ich nochmal Pflaster und zwar Blasenpflaster. Ich mag eigentlich die von Compi total gerne, aber da gab es jetzt von Essence auch welche und die waren 2 Euro günstiger. Und jetzt nehme ich die mit. Die sind in so einer harten Verpackung nochmal. Das ist super zum Reisen. Und ich nehme eigentlich nur Schuhe mit, die ich schon eingelaufen habe. Aber man weiß trotzdem nicht durch die Hitze, wenn man manchmal an den Schuhen reibt. Ich finde es praktisch, so Blasenpflaster dabei zu haben, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man irgendwie unterwegs ist auf einer längeren Tour und dann hat man eine Blase und die tut weh. Dann macht man sich so ein Blasenpflaster drauf und alles ist gut. Da
Dann habe ich mitgenommen Desinfektionstücher, und zwar 25 Stück, super praktisch, einfach vorm Essen oder wenn man irgendwo auf Toilette geht. Ich habe die tollsten Toiletten auf Thailand kennengelernt. Kann man damit einmal die Toilette desinfizieren und das ist einfach praktisch, ja. Oder danach die Hände und so weiter. Also ich finde das super praktisch zum Mitnehmen. Die haben, glaube ich, 2 Euro gekostet. Dann habe ich mitgenommen von die Anginetten. Das sind Halstabletten bei Halsschmerzen einfach, so zum Lutschen. Ganz, ganz einfach, nichts Besonderes. Finde ich aber auch praktisch, wenn man so ein Kratzen mal im Hals hat. Oder ich habe das oft beim Einschlafen, gerade wenn da ein Ventilator vielleicht läuft. Dann kann ich sowas lutschen und es beruhigt ein bisschen den Hals. Und die habe ich für, glaube ich, 2,25 oder sowas mitgenommen. Dann habe ich für meine Haare was mitgenommen und zwar relativ viel. Zweimal von Glisscur Hair Repair, dieses schwarze Shampoo. Ich habe das nicht mitgenommen, weil ich das so unglaublich toll von der Wirkung finde, sondern weil ich den Duft so gern mag. Das ist so ein Duft, ich weiß auch nicht, der erinnert mich an Urlaub, weil das hatte ich auch im letzten Thailand-Urlaub mit und das erinnert mich daran und irgendwie musste ich es deswegen wieder haben, obwohl ich sonst immer Shampoos ohne Silikone nehme, aber egal. Es erinnert mich an Urlaub, es riecht für mich nach Urlaub, es riecht toll und es macht halt schon die Haare weicher als die Shampoos ohne Silikone, auch ohne, dass ich eine Spülung reingebe. Und das finde ich für den Urlaub ehrlich gesagt ziemlich praktisch, wenn man da nicht immer eine Spülung noch einwirken lassen muss. Dafür habe ich keine Zeit im Urlaub. Und mit dem Shampoo kann ich halt die Haare danach gleich relativ gut kämmen. Von dem her ist okay, dass es mal eine Silikonbombe ist, wird es bestimmt nicht für immer sein, aber jetzt für die paar Wochen in Thailand voll in Ordnung und kostet 1,70 circa. Dann habe ich passend dazu die Sprühkur mitgenommen, weil ich einfach, wie gesagt, nicht immer Bock habe, eine Kur einwirken zu lassen oder eine Spülung, sondern ich mache einfach diese Sprühkur drauf und dann sind die Haare schon geschmeidig. Und so für jeden dritten Tag habe ich mir noch die passende Haarkur mitgenommen, die man dann eine Minute einwirken lässt. Die war ziemlich teuer. Die hat 3,25 Euro oder so gekostet, was ich ziemlich teuer fand, weil die Spülung zum Beispiel hat nur 1,50 oder so gekostet und das gleich 3,50 Euro oder 3,25 Euro. Fand ich ziemlich teuer, aber okay. Ups. Und dann das Letzte, da sehe ich gerade, das ist ein bisschen ausgelaufen. Da sieht man schon mal, das bewährt sich für den Urlaub nicht so gut, dieser Verschluss. Ich muss mal gucken, vielleicht fülle ich das um. Das ist von Balea, das pflegende Gesichtswasser mit Hammermelis und Honigmelone in Extrakt. Ich finde das praktisch, weil im Sommer, beziehungsweise im Urlaub, wenn es so heiß ist, dann finde ich, klebt die Haut oft abends oder auch nach dem Aufstehen, wenn man geschlafen hat, ist die Haut einfach klebrig und man hat einfach den Wunsch, sie nicht nur mit Wasser zu reinigen, sondern mit so einem ganz erfrischenden Gesichtswasser drüber zu gehen. Und deswegen habe ich mir das hier ausgesucht. Das riecht unglaublich gut. Das ist ein ganz schöner, sauberer Duft, aber der Verschluss, ich habe es mir schon im Laden gedacht, dass der nicht so gut ist und nicht so dicht hält. Ach. Aber ich werde mal gucken, dass ich es einfach in eine andere Box umfülle, die besser hält. Aber ansonsten toller Duft und hat 85 Cent, glaube ich, gekostet und ist, glaube ich, genau das Richtige für den Urlaub, um zwischendurch das Gesicht zu erfrischen. So. Das war es eigentlich schon. Es geht, genau. Also es ist nicht allzu viel. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich besorgen muss. Allerdings wird das wahrscheinlich so kurz vorm Urlaub sein, dass ich das jetzt nicht mehr, dazu kein Video mehr machen werde. Aber das werden so Sachen sein wie nochmal ein bisschen Sonnenschutz. Ich habe was zu Hause, aber davon werde ich noch was kaufen. Eine Gesichtscreme werde ich mir noch kaufen, eine ganz einfache, weil ich nehme nicht mein ganzes Gedöns von hier mit Serum und Peeling und was weiß ich. Nicht nach Thailand, nee, da kommt eine ganz einfache Gesichtscreme, ganz was Schlichtes, was einfach Feuchtigkeit spendet mit. Dann brauche ich noch so Sachen wie so eine Schnur, die ich mir als Wäscheleine im Zimmer aufspannen kann und so Sachen. Also so ein paar Kleinigkeiten brauche ich noch, ist aber, den Hauptteil habe ich jetzt besorgt. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch ein Video nochmal zum Urlaub interessiert, also Thailand vielleicht allgemein, was man beachten sollte, was ich für Tipps habe oder auch wie ich meinen Rucksack packe, könnt ihr mir gerne mal da lassen und dann überlege ich mir mal, ob es dazu noch ein Video gibt. Aber jetzt höre ich auf, ich glaube, das Video ist schon viel zu lang. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder beim nächsten Video einschaltet und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.